Der goldene Topf. Eine Oper in drei Aufzügen von Wilhelm Petersen, frei nach E.T.A. Hoffmann. Petersen als Komponist und Librettist interpretiert die Geschichte des Protagonisten Anselmus aus Hoffmanns Erzählung neu. Als die eines Menschen, der im biedermeierlichen Alltag verhaftet, trotz äußerer Unfreiheit die eigene innere Unabhängigkeit findet und sich zu ihr bekennt. Lindhorst. Der weise Archivar und Hüter des Goldenen Topfes und die Rauerin, eine Hexe, die den Goldenen Topf begehrt, sind die Mittler zwischen Fantasie und Alltagswelt, der geistigen und irdischen Sphäre. Lindhorst als Meister und Lehrer des innerlichen Schauens und die Rauerin als Hüterin der Schwelle. Anselmus durchlebt den Konflikt zwischen den Welten und verbindet sich schließlich als eigenständige Persönlichkeit mit Serpentina, der Tochter Lindhorsts. Bewusst greift Petersen hier anthroposophische Motive auf und verarbeitet sie in dichterischer Eigenleistung im Libretto. Wilhelm Petersens Deutung der Geschichte als Einweihungsmärchen stellt einen veritablen Gegenentwurf zur damals herrschenden nationalsozialistischen Staatsdoktrin und deren Heldenkult dar. Beinahe 80 Jahre nach der Uraufführung von Petersens Oper hauchen Studenten der Akademie für Tonkunst Darmstadt im Rahmen eines szenischen Konzertes dem Goldenen Topf neues Leben ein. Die Rolle des großen Orchesters wird von zwei Flügeln übernommen. Miniaturen für Violine und Klavier von Petersen dienen zur Überbrückung einzelner Abschnitte. Ein kleiner, unscheinbarer Topf nimmt die zentrale Stellung im Bühnenbild ein, um welchen sich die Handlung der Figuren zieht. Einem Erzähler kommt in dieser Inszenierung die Aufgabe zu, die Szenenabschnitte zu verbinden. Wilhelm Petersens Goldener Topf beginnt mit einem Eingangschor. Pentatonische Elemente tragen zu einer archaisch-religiösen Stimmung bei. Über den Kompositionsprozess erzählt der Komponist: Es geschah nicht selten, dass eine Szene musikalisch primär gestaltet wurde, zu der der Text erst nachträglich gearbeitet werden musste. Der jeweils individuelle musikalische Mikrokosmos der Figuren überragt in seiner Bedeutung den reinen Handlungsablauf. Petersen versuchte, so schrieb er, das Hineinwirken des Metaphysischen in die Wachwirklichkeit durch das Medium der Musik zu gestalten und Innenentwicklung des Menschen realsymbolisch zum Ausdruck zu bringen. Serpentinas gesanglicher Gestus beispielsweise unterscheidet sich zu Anfang stark vom noch uneingeweihten Anselmus. Die lang ausgehaltenen Vokale und an der Musik orientierten Synkopen wirken unnahbar im Verhältnis zur Alltagssprache. Was bringt uns
Ganz im Gegensatz zur bürgerlichen Veronika, deren musikalische Attitüde fast einen Chanson-Charakter aufweist. Die Rauerin, ebenfalls zentrale Schwellenfigur und Antagonistin, wirkt zerrissen zwischen volkstümlicher Stimmführung und der abstrahierenden Motivik Petersens. Lindhorst bewegt sich als Buchgelehrter und Lichtpriester vorrangig in einer chromatisch wechselnden Umgebung. Tonale Zentren finden sich in Bezug auf den goldenen Topf. Der Zielkonflikt zwischen der Rauerin und dem im Kristall gefangenen Anselmus wird auf der abstrahierenden musikalischen Ebene ausgetragen. Lediglich die Textebene erinnert an den von der Rauerin provozierten weltlichen Bezug. Uraufführung der Oper am 29. März 1941 in Darmstadt wurde zum größten Erfolg in Petersens Leben und erfuhr eine insgesamt positive Rezeption, wenn auch gelegentlich das Fehlen einer operntypischen Dramatik bemängelt wurde. Einig sind sich die Rezensenten in dem Urteil, dass Petersen mit dem Goldenen Topf ein Kunstwerk geschaffen hat, welches für sich alleine steht. Mit höchst individueller, eigenster Tonsprache und einer Atmosphäre, die aus der Musik kommt.